Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es geht nochmal um Norwegen, diesmal um welche Route könnte man nach Norwegen nehmen. Und da schauen wir auch noch genauer nach den Vor- und nach den Nachteilen. Als erstes stellen wir euch verschiedene Routen vor, die man nach Norwegen nehmen kann. Und wir selbst sind davon zwei Routen gefahren, das muss man dazu sagen. Die wird der Marcel gleich erklären, welche das sind. Ja, aber vorweg noch, also falls ihr euch denkt, wir sind in Norwegen, nein, leider nicht. Das ist hier die schöne Schweiz, wir sind in der Nähe von Bergün. Und konnten heute auch ein schönes Feuer machen. Aber ich würde sagen, kalt ist es hier auch. Minusgrade, so um die minus 2 Grad. Was Stefan euch nicht verraten hat, natürlich gehen wir die einzelnen Routen durch und vergleichen die Kosten und Nutzen, ne, von den Routen, weil das ist ja wichtig. So, ja, was haben wir da? Einmal 6 Routen, die nach Norwegen führen. Und wir sagen für euch, wir sind immer in Hamburg gestartet. Also grundsätzlich jede Tour, die wir geplant haben, ging ab Hamburg und Ziel war Oslo. Meine Güte, ist das gerade warm hier. Ja, das Feuer, das heizt dann hier gut an. Mhm. Also, die Routen, achso, das brauche ich mal. Wir haben hier so einen fleißigen Zettel. Also genau, Wir haben das nicht im Kopf. Also die Routen, die wir jetzt durchgehen. Also ihr habt nochmal alle Routen jetzt in Übersicht. Ne? Das wird euch ja gerade nochmal eingeblendet. Von 1 bis 6, genau. Genau, die Route 1 ist Kiel-Oslo mit der Color Line. Dann gibt es nochmal die Color Line Hürtheiz-Kristiansand. Die wollten wir fahren. Auf der Rücktour. Haben wir aber nicht gemacht. Dann von Hürtheiz nach Larvik ebenfalls Color Line. Dann gibt es von der Scantlines, glaube ich, heißen die, Puttgarden nach Rødbyhavn. Dann Hamburg-Oslo über die Brücken. Das haben wir fast gemacht, bloß wir sind von Oslo nach Hamburg gefahren. Aber halt über die Brücken, das ist unsere Tour. Genau. Und dann haben wir einmal von Rostock nach Trelleborg mit der Stena Line. Das sind alle 6 Routen, die wir jetzt in diesem Video uns näher anschauen wollen, also mit Kilometer, Reisedauer, Fahrdauer, Kosten und so weiter und so fort. Und das gibt es jetzt und wir fangen an mit Route 1. Die erste Route, die wir euch vorgestellt haben, das ist die Kiel-Oslo mit der Fähre. Wir haben sozusagen diese Route jetzt hier mal eingeblendet. Ihr seht es entweder da oder da, weiß ich noch nicht so genau. Genau, und wir haben das Ganze. Insgesamt sind das Kilometer, 779 Kilometer. Davon sind aber 684 Entschuldigung, Kilometer reine Fährdauer. Die Dauer selber der Fähre, also beziehungsweise der Gesamtzeit wäre 21 Stunden. Mit der Fähre selber fährt man allerdings davon schon 20 Stunden. Und man muss ja auch ein bisschen zum Ein- und Auschecken noch Zeit mit einplanen. Also das passt natürlich nicht ganz mit 21 Stunden, das ist logisch. Ja, wieso? Hamburg. Von Hamburg bis nach Kiel fährst du eine Stunde. Ja, genau. Aber du musst ja trotzdem noch ein bisschen einchecken und so weiter. Fährt ja nicht sofort dann los. Genau. So, diese Kosten haben wir für unseren berechnet, sind es 9,11 Euro. Die Fähre kostet nur allein die Fähre 484 Euro. Brückengebühren sind keine dabei. Die Gesamtgebühren liegen da bei 493,11 Euro. Und wir haben auch noch den Vergleich angestellt, wie teuer wäre es, wenn wir mit einem Wohnmobil fahren würden. Genau. Standard sind immer 7 Meter und über 260 hoch und mit einem Spritverbrauch von mindestens 10 Liter auf 100 Kilometer. Bist du dann beim Gesamtpreis von 784 Euro. Die zweite Tour, das war ja unsere geplante Tour. Die hätten wir auch machen wollen, theoretisch. Und zwar von Hürtheiz nach Kristiansand. Und das sind insgesamt 974 Kilometer. Da seht ihr schon mal, das sind auf jeden Fall weitaus mehr Kilometer, die man da
fährt. Die Fähre alleine sind 136 Kilometer. Reisedauer insgesamt, ja, knapp 12 Stunden 25, also 12 Stunden und 15 Minuten. Die Fährdauer nur 3 Stunden. Also man übernachtet da nicht auf der Fähre, das geht in eins durch. Ja, die Kosten vom Diesel sind dann dementsprechend natürlich höher, weil man fährt ja mehr mit dem Auto. Das sind 80,83 €. Aber dann kommen nochmal Fährkosten von 103 € drauf. Ja, Gesamtkosten von 183,38 €. Das würden wir mit unserem Multivan bezahlen. Ihr mit euren Wohnmobilen, ne, immer darauf hängen, ihr habt 7 Meter Länge, 2,60 Meter Höhe und verbraucht 10 Liter. Das haben wir ganz schön gerechnet, muss man ja fast sagen. Ihr verbraucht aber alleine 315 €. Da muss man dazu sagen, die Fährkosten, die sind immer sehr exponent, wenn der Wagen ein bisschen höher wird oder halt auch ein bisschen länger wird. Ne? Wir sind unter 5 Meter, dadurch ist das alles für uns auch ein bisschen günstiger und unter 2 Meter in der Höhe. Das muss man halt dazu sagen. Ja, kommen wir zur dritten Route. Genau, die blenden wir euch jetzt ein. Und zwar ist das die dritte Route. Das ist auch von Hirtshals, aber diesmal geht es nach Larvik. So, wir haben dort eine Gesamtkilometer von 813. Dann haben wir eine Fährkilometer von 164. Die Reisedauer wäre so bei 9 Stunden, also 9,5 Stunden. Die Fährdauer selber ist aber 3 Stunden 75. So, dann haben wir die Dieselkosten, die liegen wir bei 62,25 € und die Fährkosten auch bei 103 €. Komischerweise kosten die beide das gleiche, das ist beim Wohnmobil aber auch so. Gesamtkosten von 165,25 € und im Vergleich natürlich noch der Wohnmobil, der liegt bei 292 €. Und dann für euch, das waren jetzt 3 Colorline-Routen und das für euch schon mal vorweg. Das sind im Schnitt 41% teurer mit dem Wohnmobil. Also da, das können wir schon mal sagen, nur mal nebenbei, die nächsten, die wir bringen, das sind nur 32%. Also da muss man sagen, Colorline nimmt doch teilweise relativ hohes Geld, was wenn es um Wobo geht. Also da muss man sich halt das wirklich überlegen, sollte man das machen oder nicht. Wir kommen jetzt gleich zur nächsten, nach einer kleinen Werbeunterbrechung für unsere neue Internetseite kreuzfahrtbulli.com. Dort findet ihr auch alle unsere Informationen. Hi, kennt ihr schon unsere neue Webseite kreuzfahrtbulli.com? Da findet ihr alles zu unseren Roadtrips, zu unseren Stellplatzguide, zu Tipps, Tricks, sonstiges. Schaut doch einfach mal drauf auf www.kreuzfahrtbulli.com. Guti, kommen wir zur vierten Route. Und zwar eine Route, die wir uns überlegt hatten, wo wir in Schweden waren. Nutzen wir die oder er nicht. Ach, deshalb. Ah, eine Bahn im Hintergrund. Genau, die Rätische Bahn, glaube ich, so heißt sie. Ich muss jetzt warten, ob das jetzt ein weißer. Ja, der ist sie, die weiße Lok. Die haben wir heute vorhin schon mal gesehen. Also, die vierte Route. Die blendet der Stefan da wieder ein. Da irgendwo. Ja. Von Puttgarn nach Rødbyhavn. Sind sage und schreibe. Immer dann denken, wir fahren von Hamburg nach Oslo. 925 Kilometer insgesamt. Davon Fähre 19 Kilometer. Insgesamt braucht man 10,5 Stunden. Die Fähre alleine braucht eine Dreiviertelstunde. Wenn er von irgendwas 0,75 redet, das ist dann Dreiviertelstunde. Ja, natürlich. Ich habe das als... Das ist Excel-matisiert und da wisst ihr, Excel kann keine Viertelstunde oder sowas. Ja. Kosten Diesel 86,90 €. Die Fähre, und ich möchte nochmal dran, wir fahren eine Dreiviertelstunde Fähre, die kostet mal sage und schreibe 79
Euro. Für eine Dreiviertelstunde ist es ein guter Preis. Dann kommen noch Brückenkosten von 53 Euro. Das ist nämlich dann die Öresundbrücke. Die müsst ihr dann noch bezahlen. Kommen wir auf Gesamtkosten. Ah, das ist die Gegenbahn natürlich. Nochmal eine Bahn. So, ich bin dran. Gesamtkosten. 218,90 Euro. Und jetzt kommt es. 318 Euro. Also 31% mehr bezahlt ihr, wenn ihr mit einem Wohnmobil unterwegs seid. Also das ist schon eine Ecke mehr, muss also, man schon sagen. Mhm. Das muss man sich auch leisten können. Ja, wir kommen zur nächsten Route, Route Nummer 5. Genau, mit der Route 5 bin ich natürlich wieder dran. Wir haben jetzt hier, und zwar ist das die von Hamburg nach Oslo über die Brücken. Also wir die haben, Tour, die wir gemacht haben. Die wir auf der Rücktour gemacht haben, genau. Dazu können wir heute auch das zumindest erzählen, wie es halt war. So, Gesamtkilometer waren natürlich, das ist die längste Route, 1102 Kilometer. Fähren haben wir 0 Kilometer gefahren. Wir haben 11 Stunden und 5 gebraucht, wenn natürlich kein Stau ist. Das muss man bei allen Sachen natürlich dazu sagen. Auf der Fähre Stau? Naja, auf der Fähre, wir haben ja keine Fähre gehabt, genau. Fährzeit ist damit auch 0. Wir haben Dieselkosten von 105,70 Euro. Fährkosten keine, Brückenkosten, da sind jetzt beide Brücken zusammengerechnet, nämlich die Store Belt und die Öresundbrücke, das sind zusammengerechnet um die 86 Euro, Gesamtkosten von 191,70 Euro. Ja, und wenn man das Ganze vergleicht mit einem Wohnmobil, braucht man natürlich wieder ein bisschen mehr, bis sie bei 290 Euro. Genau, ja, damit bin ich mit meiner Route durch. Falls ihr euch wundert, warum ich immer wieder aufs Bild renne und irgendwas hier gecuttet wird, wir müssen gucken, ob der Strom reicht. Wir wollen hier nicht nochmal sowas haben. Ja, wir haben Funkmikrofone und das kann mal schnell sein, dass das auf einmal alles, Batterien also eins alle ist, genau. So, noch eine Route, das ist die Route 6, die wieder da eingeblendet wird. Und zwar geht es von Rostock nach Trelleborg mit der Stena Line. Das sind 946 Kilometer. Davon fährt die Fähre allein 161 Kilometer. Reisedauer 14 Stunden, das ist die zweitlängste Reisedauerzeit. Davon fährt die Fähre aber auch allein 6 Stunden. Es gibt sogar eine Übernachtfähre, das ja. Ist vielleicht dann so eine Überlegung. Aber abends sehr spät und früh schon aufstehen. Ich glaube, um 5 musst du schon fast vom Bord runter. Also ja. Da muss man natürlich Frühaufsteher genau. Sein. Ja, die kostet 75,30 Euro rein der Diesel. Jetzt kommt's aber. Verkosten. Das ist die günstigste überhaupt. 47,50 Euro und wir bezahlen sage und schreibe 122,80. Das ist die günstigste Variante eigentlich, die man nach Oslo haben kann. Beim Wohnmobil ist das dasselbe, denn da kostet es nur 176,50 Euro. Also gerade mal 30% mehr ist auch wirklich die günstigste Variante, die wir jetzt bei diesen drei 6 Routen genau. Rausgefunden haben. Also Rostock-Trelleborg tatsächlich die günstigste Variante. Hätte ich nicht gedacht, aber... Ob sie die bequemste ist, ist halt immer... Also das muss halt jeder selbst wissen. So, und wir kommen jetzt zu unseren eigenen Erfahrungen mit den zwei Routen, die wir gemacht haben. Also sprich einmal mit der Color Line von Kiel nach Oslo und einmal die Strecke von Oslo bis nach Hamburg. Das gleich, ihr müsst nur mal eine kleine Überblendung abwarten und dann geht's los. Ja, unser Fazit. Nee, stimmt gar nicht. Unsere Erfahrung mit den zwei Routen. Ach ja, richtig, Quatsch. Er war schon wieder weiter. Ja. Ja, also wir haben zwei Routen bei unserer Norwegen-Reise gemacht und wir möchten natürlich unsere Erfahrung dazu schildern. Falls ihr die Norwegen-Reise noch nicht gesehen habt, die haben wir da euch oben links verlinkt. Ne? Da könnt ihr mal draufklicken, dann kommt ihr zu unserer wunderbaren Norwegen-Reise. Ja, die Hintour, die haben wir mit der Color Fantasy gemacht und das war wirklich ein tolles Erlebnis, ne? Also auch einmalig, weiß ich gar nicht, aber wirklich absolut, unsere Erwartungen wurden völlig übertroffen. Also ja, bis auf das Essen, das war so ein bisschen lala, aber dafür gibt es auch ein spezielles Video, nämlich der Color Line Rundgang, den könnt ihr euch auch angucken, ist auch verlinkt in der Infobox auf jeden Fall. Genau, also
was wir sagen müssen, tolle Shows, tolle Bars. Also das ist schon. Und man spart sich natürlich einiges an Kilometern. Es ist stressfreier. Ne? Also du fährst 20 Kilometer, ich weiß gar nicht, du hast doch mal da die Fährkilometer. Wie viele Fährkilometer sind das? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Kleinen Moment, die Fährkilometer waren 684. Ne? Also 684. Das ist schon eine ganze Menge. Also ne? Da sparst du ungemein. Fährst halt nur die Stunde von Kiel nach Oslo. Ne? Und dann hast du es. Genau, dann... Quatsch, von Kiel, nein, von Hamburg nach Kiel, so rum. Von Kiel nach Oslo in einer Stunde? Nee, das wird zu knapp. Ich glaube, das schafft nicht mal Flugzeug. Nein. Ja, die zweite Route haben wir gewählt, weil wir halt einiges an Zeit haben und wir haben uns ja völlig umgeplant, was die Routen lang ging, das, wie gesagt, in unserer Videoreihe zu sehen. Ja, haben wir gedacht, wir wollen Schweden kurz erleben. Das war auch ein Erlebnis auf diesem Park an Parkplatz. Ja, mhm. Und wir sind natürlich die Brücken gefahren, die Stefan gerne fahren wollte. Also sie waren wirklich beeindruckend. Das war mein Erlebnis, definitiv. Ja. Beeindruckend, was die Menschheit so schaffen kann mit diesen Brücken. Wahnsinn, echt. Und das ist, wie gesagt, ich muss leider dir das wegziehen. Das Problem ist, ich habe jetzt Schnee in meinem Handschuh. Ich muss mal kurz gucken, das ist ja diese Strecke. Das ist auch die zweitgünstigste Variante. Ja, dann die drittgünstigste ist die Hörtalslavik. Also dementsprechend, aber wenn man sie anschaut, ich muss ja gucken, ach, das stimmt gar nicht. Es ist gar nicht die drittgünstigste. Die Hörtalslavik wäre die zweitgünstigste gewesen. Ich erzähle ein Bullshit hier. Ich habe nämlich bei den Womo-Kosten geguckt. Du hast ein paar Kilometer weniger. Die Kilometer, die machen das da. Also auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt aber angucke, was wäre Hörtals-Christiansand, das wäre die Alternative gewesen. Also da hätten wir auch weniger bezahlt, sehe ich gerade. Also wir haben dann mal eine teurere Variante ausgewählt, aber... Das war schon relativ teuer, aber war auch sehr bequem. Deswegen. Durch die Spritpreise, weil man auch sagen muss, wir haben auch in Schweden getankt, hätten wir das tatsächlich in Norwegen getankt, wären wir vielleicht auch ein bisschen günstiger gewesen. Das ist leider nun mal so. Das waren unsere zwei Erfahrungen und jetzt geht es gleich los mit dem Fazit. Das Fazit. Nun ja, also wir haben im Endeffekt eine kleine Übersicht euch damit geben wollen. Jeder muss natürlich den Weg, den er gerne fahren möchte oder wie viel Kosten er auch immer hat und ausgeben möchte, für sich selbst entscheiden. Wir hoffen, dass wir damit so eine kleine Übersicht sozusagen euch bieten konnten. Sollte ein Informationsvideo sein. So. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann etwas viel Wichtigeres, also wir freuen uns natürlich über jedes Like. Teilt aber dieses Video in verschiedenen Gruppen, auf eure Facebook-Seiten, schickt sie per Mail rum und so weiter und so fort, damit halt jeder etwas davon hat. Also wir machen das nicht für uns jetzt hier, diese Berechnung. Also das war Nein, wir wussten, welche Routen wir nehmen. Für uns waren die klar. Und das Ganze soll wirklich jetzt einfach rein für Informationszwecke für euch sein, dass ihr, wenn ihr die Routen nach Norwegen plant oder die Reise nach Norwegen plant, auch eine schnellere Auswahl euch treffen könnt, weil sich jemand schon die Arbeiten gemacht hat. Genau. Diese ganzen Informationen, die findet ihr auch auf unserer Internetseite kreuzfahrtbulli.com. Das hilft euch. Der Link ist direkt unten auch in der Beschreibung. Dort findet ihr den Link. Ja, dann schreibt uns gerne Kommentare, welche Routen ihr genommen habt. Vielleicht sind da ja Routen dabei, die wir gar nicht kennen. Ja. Und welche Erfahrungen ihr mit den Routen gemacht habt. Das würde uns wie immer brennend interessieren, auch wenn man das Feuer gar nicht mehr so sieht, aber es brennt und uns würde trotzdem brennend interessieren, so rum. Also Routen gibt es bestimmt mehrere. Wir haben halt nur das irgendwo begrenzt auf 6 Stück und daher denke ich, das sind für uns so die uns als erstes in den Sinn gekommen sind. Ja, dann natürlich abonnieren nicht vergessen. Immer ganz schön, wenn ihr uns abonniert und die Glocke drücken. Weil was bedeutet das, wenn ihr das Glöckchen klickt? Ja, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von uns erscheint. Egal, was es auch sein mag, weil könnte ja auch mal unterschiedlich. Da ist die Bahn. Wir werden nie benachrichtigt, wenn die Bahn hier vorbeifährt. Das ist immer spontan, weil hier hupt keine Bahn oder sowas, sondern die fährt vorbei. Das war jetzt aber der Glasier-Express. Ach, guck mal an. Ja,
Den habe ich gar nicht gesehen. Nee, du nicht. Aber vielleicht, guck doch einfach mal das Video. Vielleicht siehst du es da. Ja, gute Idee. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier auf unserem Kanal. Bei Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Ausgebaut sind. Nee, das war aber nicht. Kann normal. Passiert nichts. Da sind wir relativ einfach und unterwegs. Im Fahrzeug sind. Den haben wir ja mit einem Drehsitz, das ist oben links in der Ecke, sondern das Ganze ist mit 12 Volt. Und von dort aus gehen dann zwei Leitungen direkt.